Hola amigos, buenos dias. Hallo Freunde, guten Tag. Nun geht es wieder auf den Camino de Santiago. Dieses Mal führt unsere Pilgerreise durch Portugal und dann weiter nach Spanien. Wir besuchen auf unserer Pilgerreise gleich zwei der bedeutendsten Pilgerstätten der Christen nach Rom und Jerusalem. Wir besuchen Fatima mit der Marienverehrung nach den dort geschehenden Wundern und Santiago de Compostela mit dem Grab des Apostels Jakobus. Zu beiden Pilgerstätten machen sich jährlich viele Millionen Pilger aus der ganzen Welt auf dem Weg. Dieses Mal ist unsere Pilgerreise zweigeteilt. Den ersten Teil von Lissabon über Tomar und Fatima bis Porto werden wir mit der Bahn und mit dem Bus verwirklichen. Im zweiten Teil ab Porto laufen wir entlang der Costa Verde, der grünen Küste, bis nach Santiago de Compostela, wo wir dann zum dritten Mal das Grab des Apostels Jakobus besuchen. Diesen Teil des Weges werden wir, solange es geht, am Wasser entlang laufen. Wir haben uns wieder gut vorbereitet, sind viel gelaufen und haben im Fitnesscenter für den ordentlich erforderlichen Muskelaufbau gesorgt. Da wir gut ausgerüstet sind und sich die Ausrüstung bewährt hat, bedurfte es diesbezüglich keiner großen Überlegungen mehr. Es war nur noch zu bedenken, was wir noch zu Hause lassen können, um das Rucksackgewicht in erträglichem Rahmen zu halten. Am Ostermontag haben wir nach der heiligen Messe von unserem Pfarrer, Herrn Reinhard Fehring, den Pilgersegen erhalten. Nun sind wir komplett und es kann nach langer Vorbereitungszeit endlich am Mittwoch, dem 11.04., losgehen. Der Rückflug ist für den 3. Mai gebucht. Wir hoffen wieder auf gutes Wetter, dass wir wieder viele nette Mitpilger kennenlernen und dass Jakobus wieder seine schützende Hand über uns hält. 12.04.2012, Besichtigung Lissabons. Wir haben gut geschlafen, obwohl unser Zimmer zur Hauptstraße lag. Da es kein Frühstück im Hotel gab, aßen wir unsere Brötchen von gestern. Unterwegs haben wir uns dann noch einen Kaffee con Leche gegönnt. Um Lissabon kennenzulernen, ist eine Sightseeing-Tour mit dem Bus und der historischen Straßenbahn ein Muss. Wir entschieden uns heute für die blaue Route mit dem Bus, der uns durch die Stadt und dann weiter nach Belem fuhr, wo wir das ehemalige Kloster Mosteiros dos Jereminos, das Torre de Belem und die große 17 Kilometer lange Hängebrücke sowie das Monument der Seefahrer am Ufer des Rio Teo besichtigen. Auf der Rückfahrt machten wir noch einmal Station an der großen Markthallen, wo aber gerade Abend der Feierabend eingeläutet wurde. Gegenüber den Markthallen an der Metrostation fanden wir eine große Essensmeile. Für 5 Euro gab es dort das Nudel Dia. Gegrillter Lachs mit Reis und Spinat, einschließlich Vorsuppe, Nachspeise und ein Glas Vino Tinto waren genau das Richtige für uns. Die Geschichte Lissabons. Bereits die Phönizier und die Karthager sollen den Ort des heutigen Lissabon als einzigen großen Naturhafen an der iberischen Atlantikküste genutzt haben. Auch die Griechen haben ihre Spuren hinterlassen. Ab 2005 vor Christi hieß die Stadt unter römischer Herrschaft Olisipio. 48 vor Christi erhielt sie unter Julius Caesar die römischen Stadtrechte. Nach Einführung des Islam ab 1610 nach Christi in Mekka begannen die Araber ihre Eroberungszüge durch Afrika, Asien und Europa. Im 8. Jahrhundert wurde auch Lissabon eingenommen. Die Stadt konnte 1147 von den Arabern zurückerobert werden. 1256 widerlegte König Alfonso III. Seine Residenz von Cambrai nach Lissabon. Die Stadt entwickelte sich im 15. Jahrhundert durch Portugals Errichtung von Überseekolonien zu einem der wichtigsten Handelsplätze Europas. 1569 forderte die Pest in Lissabon und Umgebung viele Menschenleben. 1175 wurde Lissabon durch ein starkes Erdbeben zu zwei Dritteln zerstört. Während der Diktatur des Estado Novo von 1926 bis 1974 wurde Lissabon zu Lasten des restlichen Landes ausgebaut. Im Dezember 59 wurde die U-Bahn von Lissabon eröffnet. Im Jahre 66 wurde die Hängebrücke über den Tejo nach Almada fertiggestellt. Vor der Nelkenrevolution, noch nach Antonio de
Olvera Salazar benannt, heißt die Brücke heute Ponte 25. April, Brücke des 25. April. Ende April 1974 war Lissabon das Zentrum der Nelkenrevolution. 1988 wurden Teile des Stadtviertels Chiado durch einen Brand zerstört. 1998 wurde die über 17 Kilometer lange Autobahnbrücke Ponte Vasca da Gama über den Tejo anlässlich der Weltausstellung Expo 98 fertiggestellt. Wieder zurück in der Stadt bestiegen wir die historische Straßenbahn der Linie 28 und machten eine Fahrt zum Castel Jorge. Dieses Kastell thront über Lissabon. Es handelt sich dabei um eine riesige Burganlage, von der man einen unbeschreiblich schönen Ausblick auf die Stadt und den Tejo genießen kann. In dem Castello sind schöne Gärten angelegt, in denen Orangen, Zitronen und Feigen an den Bäumen wachsen. Bei einem Besuch Lissabons sollte man die Besichtigung des Kastells nicht auslassen. Wieder in der Innenstadt angekommen, bestiegen wir noch den weit über 100 Jahre alten Aufzug, der uns in die Oberstadt führte. Die Sonne genießend tranken wir noch ein Cerveza und ein Vino Tinto, bevor wir uns erschöpft in unser Hotel zur Ruhe begaben. Morgen stehen weitere Besichtigungen auf dem Programm. Vierter 2012, noch eine Stadtbesichtigung in Lissabon. Wir wachen mit Sonnenschein auf. Gegenüber dem Hotel haben wir gefrühstückt.
ein Croissant und ein Kaffee con Leche für 1,80 Euro. Heute haben wir den nordöstlichen Teil Lissabon besichtigt. Es sind die violette Route gefahren. Es ging wieder los am Praça de Figueira in der Innenstadt. Am Bahnhof Santa Apollonia haben wir den ersten Stopp gemacht, um unsere Tickets für die morgige Fahrt nach Tomar zu kaufen. Nach rund 7 Kilometern erreichten wir das Gelände der ehemaligen Expo. Die vielen futuristischen Gebäude erschlagen uns fast. Eine Seilbahn fährt entlang des Tejo. Leider hat man den Eindruck, dass viele der Gebäude seit dem Ende der Expo nicht mehr genutzt werden. Wieder zurück in der Stadt labten wir uns an der portugiesischen Spezialität Blätterteig-Törtchen mit Pudding. Da wir noch Zeit hatten, liefen wir noch einmal zur Kathedrale, um von dort mit der historischen Straßenbahn unser Hotel anzusteuern. Nun reicht es mit der Besichtigung in Lissabon. Gut 2 Tage Besichtigungstour sind sicher genauso anstrengend wie 40 Kilometer auf dem Camino walken. Trotzdem lohnte sich der Abstecher nach Lissabon. Thank you.